Ich bin selber eifriger YouTube-Konsument und so stolpert man auch immer wieder über Produkte, die andere Leute vorstellen, die sie vielleicht für ganz andere Dinge verwenden. Und ich habe was gefunden, nämlich diesen kleinen Blitz. Den möchte ich euch heute in diesem Video vorstellen. Ich habe ihn mir selber gekauft. Das ist also kein gesponsertes Video. Trotzdem, ihr wisst ja, da schreibt man eben Dauerwerbesendung hin und schon hat man Ruhe im deutschen Recht. Und ja, bis gleich nach dem Intro. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sven Klügel und wer sich so ein bisschen umsieht auf meinem Kanal, der wird feststellen, es gibt ganz schön viel über Makrofotografie. Das mache ich zwar nicht nur, aber viele haben mich über diese kleine Marotte von mir gefunden. Und ich habe es schon öfters auch in meinen Videos erwähnt, dass ich fast nie blitze. Und wenn, ja, wenn, dann ist das ein bisschen aufwendiger, beziehungsweise ich nehme da teilweise sehr große alte Blitzgeräte mit einer Softbox. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut, aber es ist natürlich immer ein gewisser Aufwand, das mit raus on location zu nehmen. Und ja, manchmal ist das sinnvoll, wenn man an einem kleinen Ort bleibt und sich nicht so viel bewegen muss. Aber wenn man größere Strecken gehen möchte, dann hat man ein Problem mit ja, großer Ausrüstung. Man müsste fast eine Sackkarre mitnehmen, wenn man ja so richtig als Makrofotograf unterwegs ist. Ich weiß, nicht jeder sieht das so. Man kann auch viel in einen normalen Rucksack packen, aber ich mag nicht wirklich solche Rucksäcke mehr. Ich trage die selten und ungern, also die beiden, die ich habe. Und ja, ich möchte euch diesen Blitz vorstellen. Warum diesen kleinen Blitz? Der hat nämlich eine Besonderheit, auch wenn es kein TTL-Blitz ist, was natürlich den Vorteil hat, dass er auf viele Kameras drauf geht, mit dem Standard klassischen Schuh, muss man sagen. Und zwar ist das erstmal vorlesen von Lightpix Lab. Ich glaube, das ist eine recht neue Firma, beziehungsweise ich glaube, das war auch ein Kickstarter-Projekt und die haben halt diesen kleinen Blitz gebaut, den Flash QQ20-2. Und wenn man dieses kleine Ding sich hier ansieht, dann denkt man so, was ist daran Besonderes? Und der Clou ist der Schuh, denn den kann man ausklinken. Und jetzt könnt ihr euch denken, was der Clou ist. Das ist ein kleiner Funktransmitter. Er geht nicht super weit, ich glaube 5, 10 Meter oder so. Und dann, wenn man ihn nicht braucht, klinkt man hier unten ein und er funktioniert ganz normal wie jeder Blitz. Aber das ist der Clou, ihr Lieben. Ich kann hier von dem Funktransmitter aus meine Blitzleistung einstellen. Das muss ich manuell machen. Er hat kein TTL, er hat auch keinen Lichtsensor, der jetzt die Blitzmenge steuert. Aber wenn man Makrofotos macht, dann ist man eigentlich von der Entfernung her meistens ja ziemlich fix. Man kann also entweder die Blitzleistung ändern oder auch noch die Blende ein bisschen verändern. Blitz ist natürlich dann die Blitzsynchronisationszeit der Kamera, die muss man manuell einstellen, aber das ist wirklich der Gag. Ich kann den Blitz zum Beispiel halten. Ich werde mir noch was bauen, dass ich ihn vielleicht vorne ans Objektiv irgendwie dran machen kann. Man kann auch den Blitzkopf hier ein bisschen nach oben richten, also so klassisch gegen die Decke blitzen, aber dadurch hat man das Ganze vielleicht ein bisschen schräger. Also wie ich das mache, das weiß ich noch nicht. Es ist ziemlich neu bei mir eingetroffen. Und es gibt noch etwas, man hat sogar ein kleines Videolicht. Das ist vielleicht auch mal interessant, wenn man an Orten ist, wo man scharf stellen muss. Und wie gesagt, der Blitz, der wird mit zwei AA-Batterien betrieben oder Akkus. Man kann die Akkus im Blitz laden. Man hat ein Kabel, man braucht natürlich auch ein Kabel für den Transmitter, wird per USB geladen. Und ja, hinten kann man dann eben die Leistung einstellen oder über den Transmitter, den muss man dann übrigens anschalten, ist klar.
Naja, und ja, das Blitzen, das seht ihr so ein bisschen, weil die Kamera das immer verschluckt. Also, er ist nicht sehr schnell, er ist nur mit 20, ja, ein 20er Blitz, das ist sehr wenig, aber in der Makrofotografie bin ich ja sehr nah dran, also brauche ich auch nicht wirklich so viel Leistung. Und wie gesagt, diese kleine Größe, die habe ich vermisst. Ich habe für meine Sony mir mal so einen China-Blitz geholt, gebe ich offen zu. Aber das ist so ein Monster da drauf und man kommt da auch nicht richtig vorne hin. Es ist schwer, man müsste sich da viel bauen. Und der kleine Blitz, der hat es mir ja in der Vorstellung so angetan, dass ich gesagt habe, das Ding muss ich ausprobieren. Ja. Und jetzt werde ich das ausprobieren. Ich werde noch ein bisschen was basteln. Ihr werdet also irgendwann wieder dazu etwas hören und dann geht es weiter mit der Vorstellung. Das erstmal nur für Leute, die jetzt interessiert sind. Ja, und wir sehen uns dann outdoor, wenn ich ihn benutze. Bis bald und ciao, euer Sven. Eine Sache habe ich noch vergessen, fällt mir gerade ein. Es gibt ja auch noch verschiedene kleine Farbfilter, die man mit davor geben kann. Außerdem gibt es eine kleine Hülle. Ist ein ganz einfaches kleines Paket, aber ja, wirklich fein zusammengestellt. Gerade auch mit den Farbfiltern kann man vielleicht auch Effekte machen. Und ich glaube, wenn man möchte, kann man sogar noch weitere Blitze über Funkempfänger, die man extra kaufen kann, ja, mit dazu sich ordern. Dann wird die Sache ein bisschen teurer, aber das man nur am Rande bemerkt. So viel dazu und jetzt mache ich Schluss.